Dann können wir uns gleich mal nach einem neuen Bogen umschauen. Obwohl wir haben doch... Nee, 20 Geschicklichkeit. Wir haben 20 Geschicklichkeit. Der Langbogen wird uns erstmal erhalten bleiben. Als Notfallwaffe zumindest. Wer weiß. Und ich würde gerne hier durch den Wald gehen. Tatsächlich. Ich nehme mal diesen Weg hier außen rum. Denn im Wald lauern ja ganz bösartige Gefahren. Ganz, ganz bösartige. Die wir als Erfahrungspunkte einfach mal mitnehmen werden. Neues Kapitel, neue Gegner. Beziehungsweise neue alte Gegner. Aber vorrangig eben neue Möglichkeiten, Erfahrungspunkte zu holen. Wenn sie denn hier aufkreuzen mögen. Das sieht alles ziemlich leer aus. War hier nicht noch Wölfe? Waren hier nicht irgendwo noch Wölfe? Tatsächlich, dort ist einer. Hallöchen. Erledigt. Und es war wirklich nur der eine. Das ist schade. Ich dachte, da kommt jetzt ein bisschen mehr an EP rum, aber... Nö. Ich glaube, da müssen wir mal diverse Wälder noch abgrasen. In nächster Zeit. Wir machen jetzt erst einmal diese Nebenquests. Und dann werden wir einfach mal gucken, was wir noch so an Wegen erledigen können. So ganz nebenbei. Mir fällt gerade noch ein Wald ein. Mir fällt auch noch ein ganzes Fleckchen Erde ein mit Lurkern. Welches wir noch nicht bearbeitet haben. Also bearbeitet im Sinne von, wir waren da noch gar nicht. In all den Kapiteln bis jetzt noch nicht. Was eigentlich sehr schade ist. Weil wir dadurch natürlich EP einbüßen, aber... Ich glaube tatsächlich, hier drüben am Strand waren wir doch auch noch nicht. Auf der anderen Seite des Strandes. Und da sind ja Lurker. Wir kümmern uns erstmal um Homer's Lurker am Damm. Ich glaube, das ist jetzt zumindest der Einstieg. Wenn wir diesen Lurker schaffen, schaffen wir auch die anderen. Denn dieser Lurker bringt, glaube ich, sogar ein bisschen mehr EP als so ein normaler Lurker. Ein Lurker mit Ö. Mit Ö. Ein Lurker. Das war keiner. Das war eine Blutfliege, ja. Ich weiß. Aber wir gehen auf kurzem Wege, gehen wir jetzt ins neue Lager, schwimmen uns hier mal durch, so durch den Fluss, mal ein bisschen die Robe sauber machen. So im Gegenstrom, so gegen den Strom zu schwimmen. Oh, netter Glitch. Wir glitschen uns durch den Strom. Guckt euch das an. Und das funktioniert auch noch. Na, sowas Verrücktes. Das war nun eigentlich nicht mein Plan. Aber na gut. Wie ihr seht, it's not a bug, it's a feature. Also na gut. Gehen wir mal hoch ins neue Lager, tingeln hier mal so rum. Über die Reisfelder. Erstmal abwarten. Hey du, neu hier, was? Auf den Reisfeldern brauchen wir noch jemanden, der den Bauern Wasser bringt. Ach, da kannst du dir direkt ein paar Freunde machen. Was denkst du? Das habe ich ja total vergessen. Deswegen bin ich ja jetzt immer außen rum gerannt. Obwohl wir können. Vielleicht später. Vielleicht später. Später brauche ich aber niemanden. Ich brauche jetzt Hilfe. Willst du mir nun helfen oder nicht? Also wenn du mich so blöd ansappelst, nö. Bring dein Wasser selbst rum. So geht man aber nicht mit Freunden um. Ich glaube, ich muss dir mal Manieren beibringen. Ey, hör doch mal auf. Und warum kommt jetzt hier noch jemand anderes dazu? Der Kampf ist entschieden. Au. Selbst schuld. Au. Ja, toll. Naja, lass uns über uns ergehen. Wir haben, glaube ich, versuch das nicht nochmal. Nicht mehr viel.
175 Erz. Ich sorge dafür, dass dein Erz gut angelegt wird. Das holen wir uns zurück. Wenn der uns einfach haut. So, können wir aufstehen? Geht das? Lefty steht auf, wir stehen auch auf. Lass mir meine Waffe, Freundchen. Ja, ich sollte vielleicht auch Heiltränke zu mir nehmen. Ach so, ich habe nur noch den einen gehabt. Ja, wir essen mal schnell was. Nach der Sache. Aber ich glaube, der Reislord wird auch nochmal... Willst du dich nochmal mit mir anlegen? ...einen auf den Deckel kriegen. Na, mein Freund? Mann, was willst du? Die Bauern sehen durstig aus. Vor allem, ich hatte einen schlechten Tag, finde ich auch gut. Die Bauern sehen durstig aus. Ich kümmere mich drum, mach dir keine Sorgen. Zumal der Reislord ja eigentlich das Problem ist. Willst du dich nochmal mit mir anlegen? Ja, will ich. Und diesmal speichere ich vorher. Freundchen. Du hast mein Erz. Achso, ich habe keine Waffe angelegt. So, nochmal. Jetzt überzeugender. Du hast mein Erz, du Blödmann. Kümmerliche Vorstellung. Ein kleiner Windstoß und der wäre auch umgefallen. So, danke. 215 Erzbrocken. Der hatte noch Geld. Jetzt gehen wir mal hier rein, wenn wir einmal hier sind. Hey, du. Was denn? Was machst du hier? Ach, mein Gott. Dann eben nicht. Dann gehen wir eben wieder. Das wird dir noch leid tun. Ja, ja. Dir tut's doch auch nicht leid. Mir einfach 175 Erz geklaut zu haben. Spinnst du ein bisschen, Freundchen. Kann doch wohl nicht dein Ernst sein. Ja, da guckt er nicht schlecht, hä? Ein Feuermagier rennt ins neue Lager rein. So. Da ist Homer. Und sein Lurker sollte irgendwo da hinten auf der anderen Seite des Sees sein. Wenn mich nicht alles täuscht. Hier sind auch noch ein paar Hütten, ein paar Lagerfeuer. Was ist hier? Betten. Provisorische, ganz viele. Das könnte von den Reisbauern sein. Die Hütte, in Anführungszeichen. Das Schlafgemach. Das Massenschlafgemach. Und dass sie hier untergebracht worden sind. Das ist natürlich echt ein bisschen sehr bitter. Unter welchen Bedingungen die hier arbeiten müssen. Deswegen war es gut, dass wir Lefty zumindest mal... ja, ein paar Manieren beigebracht haben. So, wo ist denn der Lurker jetzt? Ah, das scheint er zu sein. Dammlurker, tatsächlich. Das ist er. Und ich hoffe, wir bekommen ihn auch so. Aber wir werden Magie einsetzen. Dafür sind wir Magier. So, mal gucken, wie du jetzt darauf reagierst. Oh ja. Ich glaube, wir kriegen ihn auch so. 200 EP. Eine Klaue hat er gehabt. Ich glaube, die können wir jetzt... Da unten sind Hütten. Seht ihr das? Da unten auf dem See sind Hütten. Und noch diverses Zeug. Ich glaube, das ist das Resultat davon, bevor der Damm erbaut worden ist. Dass sich das neue Lager da unten zumindest hinbuxiert hat. Der Damm dann aber gebaut worden ist und diese Hütten schlicht untergegangen sind. Und sozusagen die Insel mit der Kneipe, in der wir noch gar nicht drin waren, fällt mir gerade mal auf. Und dann sozusagen Überbleibsel des Ganzen war. Aber auf jeden Fall, Homer wird sich jetzt, glaube ich, sehr freuen, dass wir den Dammlocker erledigt haben. Ich habe das Biest erledigt. Gut. Ich habe schon zusammen mit einigen von Reislords Leuten die Schäden behoben, die es bisher angerichtet hat. Jetzt kann ich mich endlich mal wieder in Ruhe schlafen legen. Naja, siehst du, dann geh doch schlafen. Eine Runde. So, nächster Problempunkt. Shrikes Hütte. Naja, da würden wir zumindest noch kostenlos eine Hütte bekommen. Wir haben einen im alten Lager, ich weiß, und wir haben dort nie irgendwas dagelassen. Aber ich vertraue denen auch nicht.
vertraue den Butlern da nicht, dass die mir nicht irgendwas klauen. Und so im alten, also jetzt im Außenring zu schlafen als Magier ist vielleicht nicht so die cleverste Idee. So, das scheint Shrike zu sein. Das ist ja zumindest die Seite der Söldner. Wie sieht's aus? Verpiss dich! Okay. Langweiliger Kampf. Der Kampf ist entschieden. Ja, der ist entschieden. Wir nehmen ja mal seine Sachen mit. Der hat auch zwei Heiltränke gehabt. Erledigt. 30 Schaden hat er mir gemacht. Also trotzdem ordentlich. Das darf man echt nicht vergessen. Gegen menschliche Gegner zu kämpfen ist manchmal echt happig. Die sind echt heftig. Du wirst wenig Zeit haben, das zu bereuen. Nö, ach, will ich auch gar nicht. Willst du dich nochmal mit mir anlegen? Ich will's auch gar nicht. Mach, dass du wegkommst. Wir sprechen uns noch. Machen wir das wirklich? Hau ab. Hey, du. Hallo, das ist jetzt meine Hütte. Zieh Leine. Freundchen. Er hat sogar eine abgeschlossene Truhe hier. Nein, die war offen, okay, und die war leer. Aber wir haben eine Hütte bekommen. Bringt uns jetzt nicht allzu viel, aber wir haben eine Hütte. Immerhin. So, nächster Programmpunkt. Ach so, wir sollten vielleicht mal mit Gorm vorher sprechen. Dass wir die Hütte bekommen haben. Wo ist er denn? Drüben ist er. Futtert was. Shrike hat sich eine andere Hütte gesucht. Gut. Gerade noch hat mich Tarloff darauf angesprochen, dass er dem Burschen das Fell über die Ohren ziehen wollte. Ja, ne, das hat sich ja jetzt erledigt. Man muss eben aufpassen, was man so rum erzählt. Warum auch nicht? So, und damit bleibt nur der Orkfriedhof und Horatio. Der Rest wird jetzt eher an Wildtieren EP sammeln. Aber wir machen mal einen kleinen Ausflug. Indes. Obwohl, ne, machen wir das? Doch, wir machen es mal schnell. Ein Ausflug in die Kneipe, in der wir bis jetzt noch nie waren. Halt! Du kennst die Regeln. Nur Schürfer und Banditen. Och. Willst du mich aufhalten? Nein, geh nur. Der wollte mich aufhalten und hat gesehen, dass ich in der Magierrobe rumlaufe. Ach, guckt mal, wer hier ist. Mordrak. Laris hat eine Nachricht für dich. Lass hören. Er will wissen, was im Lager der Sekte vorgeht. Er sagt, du sollst dich darum kümmern. Ich habe so ein Gefühl, als wenn sich die Sache von alleine erledigt. Ja, die Sache hat sich ja schon faktisch erledigt. Zeig mir deine Ware. Such dir was aus. So, und er hat immer noch nicht viel Zeug, was man hier sinnvoll kaufen könnte. Aber na gut. Wie läuft's denn so? Gut. Wir verkaufen hier unseren selbstgebrannten Reisschnaps für gutes Erz. Kommt ja auch genug rein. Wo sollen die Jungs ihr Erz auch sonst hinbringen? Ich will was trinken. Dann musst du zahlen. Ja, das ist ja klar, dass ich dann zahlen muss. Aber das ist so Kleinkram, den die haben. Das bringt alles nichts. Cypher, wir reden mal mit dem. Wenn er denn seinen Wein ausgetrunken hat. Oder seinen Reisschnaps. Ach so, nein, er möchte nicht mit uns sprechen. Gut, dann gehen wir wieder. Den Rest können wir ja sowieso nicht betreten. Also sind wir wieder weg. Ja gut. Und da oben kommen wir, glaube ich, zwar hin. In den Turm. Aber da oben war, glaube ich, nichts. Wir können ja trotzdem mal gucken, ob wir hinkommen. Die Neugier ist ja doch irgendwie immer größer. Ein bisschen was sehen wollte er auch, ne? Aber ich glaube, in dem Turm war jetzt... War hier noch irgendwas? Noch eine Leiter?
Hier oben ist jetzt... Ach, hier steht sogar jemand. Hier steht sogar ein Söldner und guckt. Und eine fehlende Absperrung ist auch dabei. Ist das nicht toll, dieser Ausblick? So, und hier ging es doch irgendwie noch hoch, aber ich glaube nur diese eine Etage. Oh, hier steht tatsächlich eine Truhe. Zwei sogar. Okay, die ist offen. Naja, so ein bisschen Kleinkram ist dabei. Das ist eigentlich ganz gut. Können wir immer verkaufen. Rechts, rechts. Wir probieren mal links. Ja. Okay. Nach rechts. Ist offen, okay. Ein Reiterbogen und 32 Pfeile. Naja. So kann man sich zumindest ein bisschen Reichtum aneignen. Mit so ein paar Truhen. Oh, wir glitschen da weg. Toll. Ja, man sieht jetzt gerade nichts mehr vom Charakter. Wir gehen hier, glaube ich, runter. Das sind wieder so Bereiche, wo es immer ein bisschen schwierig wird mit der Grafik. Weil man dann schlicht nichts mehr sieht. So, und hier oben ist eine Seilwinde fürs Tor. Und ein Söldner. Wir springen jetzt einfach mal hier runter. Und gehen einfach mal wieder raus. Denn wir wollten ja noch so zwei, drei Gebiete mal näher erforschen und mal so ein paar Viecher erledigen. Wir haben vorhin den Dammlurker erledigt. Ich hatte es, glaube ich, schon angedeutet. Der Dammlurker ist, glaube ich, ein bisschen stärker als der normale Lurker, als der Otto-Normal-Lurker. Wie auch immer. Wie so Otto-Normal. Aber na gut. Ja. Und da werden wir mal am Strand ein bisschen ein paar Lurker uns einkassieren. Das Lurkerfleisch ist zwar sehr zäh, aber die EP, die sind gut. Und hier sind auch noch ein paar Blutfliegen, da müssen wir jetzt nicht extra Mana verschwenden. Die können wir auch gleich mal so nebenbei einkassieren. Bleib mal bitte da, renn jetzt mal nicht weg, danke und tschüss. Auch die Flügel sind immer wieder gut. Ja, genau. Ich wollte dich auch noch mitnehmen, danke. So, und jetzt gehen wir wirklich mal runter zum Strand. Lange versprochen und jetzt geht's endlich mal runter. Jetzt haben wir auch die Muse, jetzt haben wir auch die Stärke dafür. Jetzt kann es losgehen. Was ist hier unten noch? Eine Steinwurzel? Was läuft denn da? Seht euch an. Kleine, schwarze Goblins. Die kennen wir ja schon, die Jungs. Und sie bleiben immer noch stehen, selbst wenn einer ihrer Kumpels umfällt. Einfach mal. Naja. Kriegen wir den in Sicht? Ja, den kriegt man in Sicht. Bitte nicht bewegen, danke. Da steht noch einer. Den nehmen wir auch gleich mit. Zack. So, noch einer von den Kandidaten? Nein. Hallo, kommen wir hier runter? Jetzt. Ich wollte sagen, die Warane können wir ja jetzt mal so mitnehmen. Da steht noch ein schwarzer Goblin. Sogar zwei. Das scheint wieder mal eine Höhle zu sein. Ich will die nur zumindest vorher schon mal ein bisschen auseinandergenommen haben. Zumindest ein bisschen dezimiert, bevor sie uns jetzt hier alle angerannt kommen. Die Jungs. Da haben wir uns zumindest sicher ein paar EP einkassiert, können jetzt hier halt mit halbwegs Abstand die Warane besiegen. Ja, ich weiß, wir versuchen gleich alle drei. Aber ihr seht ja, mit unserer neuen Waffe ist das echt kein Problem. Ist fast schon beängstigend. Aber wir haben ordentlich an Stärke dazu gewonnen. Es muss ja irgendwann auch reichen, um ein paar Orks zu besiegen, aber das wird, glaube ich, noch ein bisschen dauern, bis wir da ein paar Orks besiegen können.